Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt von Turnip Boy Comets Tax Evasion. Wir können uns mal die Steam-Beschreibung durchlesen. Spiele als liebenswerte, unruhestiftende Rübe, zahle keine Steuern, löse Rätsel und stelle dich Bestien, um eine korrupte Gemüseregierung zu stürzen. Das werden wir in diesem Spiel tun. Kann man sich auf Steam kaufen für, was habe ich gesehen gerade, irgendwas mit 13 Euro, glaube ich. 12,49. Und dann schauen wir doch einfach mal, was es in dem Spiel hier so Schönes gibt. Ui-Muster. Guck mal, das ist ein Ui-Muster. Ich habe kein Gamepad, aber ja, passt schon. Ups. Speedrun-Timer. Spielerstärke und Gott-Modus. Gut, lassen wir einfach mal aus. Machen wir ein neues Game. Textbill. War das gerade nicht deutsch? Ich glaube, du schuldest eine Menge an Schulden für dein Gewächshaus. Du hattest bis gestern Zeit zu bezahlen, ne? Oder du hast bis gestern Zeit zu bezahlen? Und wir sollen $143.753 an Gebühren zahlen, an Steuern zahlen. Plus 50% Zinsen. Mit freundlichen Grüßen der Bürgermeister. Zerreißen. Kann man lesen. Ah. Okay, hier steht es auch. Du hast bis gestern Zeit, sie zu bezahlen. Wenn ich sage, der Bürgermeister hat Zwiebel, die Besitzung für dein Haus schon. Das kann plus 11. Ach, Mann, ich bin so gut, Alter. Zerreißen wir den Scheiß. Tax Evader haben wir gleich bekommen. Bürgermeister Zwiebel. Hey, kleiner Rübe, du hast dich wirklich in Schwierigkeiten gebracht. Was meinst du mit wieso? Du hast Steuererziehung begangen. Ja, Steuererziehung gibt's wirklich. Jedenfalls schützt du mit einer Menge Geld. Und da du offensichtlich keins hast, bist du ab jetzt mein persönlicher Assistent. Geh zuerst durch die Ablegerallee zur scharrenden Scheune. Ich wollte dort ein Rathaus einrichten, aber es gibt doch einen Haufen Tiere, um die man sich jemand kümmern muss. Bring mir einen Sack Dünger als Beweis oder du kannst dir die Radieschen von unten ansehen. Aha. Okay, alles klar. Aha. Okay. Hallo, also kleine Rübe. Oh, diese Blumen. Ja, ich bin nicht ganz sicher, wo die herkommen. Aber die sind trotzdem schön. Das stimmt. Ist das Gegner? Entschuldigung, Gesteck Rübe. Würdest du bitte zurücktreten? Dies ist eine FA-Operation. Wir müssen das Gebiet sichern, bevor du hier durchgehen kannst. Wir haben dich im Blick. Ist der böse? Nee, eine Blaubeere. Hi! Ich bin eine Blaubeere! Du bist eine Rübe! Auf Wiedersehen! Okay. Ja gut, hier haben wir eine Gießkanne. Das habe ich gefunden. Nutze sie im Pflanzen und Rost, den gehörte mal alter Mann Zitrone. Der hier. Hallo Junge, hast du meine Gießkanne gesehen? Was? Meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Ich habe sie ja Tagen nicht gesehen. Diese Gießkanne bedeutet mir so viel. Ich hoffe wirklich, dass niemand sie gestohlen hat. Sie ist das Einzige, was mir von der alten Dame geblieben ist. Tja, ich weiß von nichts. Oh, ich kann gießen. Das Haus von alter Mann Zitronen. Die Heimat einer äußerst praktischen Gießkanne. Na gut. Stolpern. Aha. Was willst du, Kid? Hör zu, ich bin fast so weit, die Verfaulten auf diesem Friedhof auszurauben. Ich muss mich konzentrieren. Und du bist einer von der nervigen Sorte. Geh mir aus deinen Augen, Kid. Na gut. Westen Ablegerallee. Ich muss doch hier durch, ja? Seitdem war der Bürgermeister Ziel im Amt, das versinkt die Stadt im Chaos. Ich meine, schau diesen Weg an. Der ist total zugewachsen. Man bräuchte ein verfluchtes Schwert, um da durchzukommen. Ich habe gehört, dass man im Waffenwald eins finden kann. Aha. Osten, okay. Dann geht das mal in den Waffenwald. Pass auf die Schnecken auf, sie sind Vegetarier. Okay, da ich sie noch nicht angreifen kann, muss ich erstmal dodgen. Alter, du musst es nicht glauben! Jerry wohnt seit einer Woche bei mir und hat nicht ein Zehn Miete bezahlt. Wir verstehen uns gut, weißt du? Aber sprechen nicht viel schneckisch. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll, Alter. Ja, erstmal kann ich dein Problem nicht lösen. Erzschwert beet voraus. Bring eine Gießkanne.
Oh, verflixt. Ich habe das Baby verloren. Ich sollte noch auf eine kleine Karotte aufpassen. Ich habe mit diesem Hocker über ihr gesessen, aber sie ist mir entwischt. Vielleicht sollte der Hocker bei mir sitzen. Wie auch immer. Kannst du deine Augäpfel offen halten? Ich könnte schwören, das sagt man so. Na, Logo. Gut. Ich denke, wir werden hier lang müssen. Allerdings geht es auch noch lang. Gott, wie viele Wege gibt es hier? Hallo, kleine Rübe. Ich bin auf dem Ackerland herumgereist und habe die Forste in der Umgebung erkundet. Dabei habe ich etwas Cooles entdeckt. Da vorne ist ein seltener Planticus Schwerticus. Wenn du einen Moment Zeit hast, schau ihn dir mal an. Hier oder hier? Ich denke hier. Durstiges Blumenbeet. Kann jemand diesen Knaben bitte gießen? Wow, das habe ich gefunden. Ein Erdschwert. Das ist gefährlich, allein zu gehen. Nimm das. Stolpern, benutzen, tauschen. Okay. Ah, okay, ich kann gedrückt halten, ja. Okay. Ausrüstbar. Okay, ich kann einfach gedrückt halten, dann so, dann rüstet. Okay, alles klar. Wir haben ein Erdschwert. Wir sind einfach klein Link. Aber hier wird nichts drin sein. Kann ich die Schilder kaputt machen? Auch nicht. Na gut. Dann gehen wir erst einmal zurück. Gehen wir hier lang und killen die ganzen Schnecken. Wanted for tax evasion. Turn a boy. Reward 1. Wegen Steuerhinterziehung kleine Rübe gesucht. $1 Belohnung. Most wanted. Okay, da komme ich nicht rein. Ja, machen wir mal rechts noch gucken. Brauchen scheinbar immer nur einen Hit. Ist gut. So, bist du stolz, dass ich das Schwert gefunden habe? Ah. Keine Änderung der Dialoge. Hallöchen. Was geht, Kumpel? Hast du Sprüfe aber? Mir juckt es danach, öffentliches Eigentum zu zerstören. Checkst du? Okay, immer noch Chitin-Masks. Gruselig. Hier geht's nicht lang. Der braucht ein bisschen Graffiti. Oh, die respawnen immer wieder. Das ist ja schade. Da braucht man sowas auch nicht killen. Mietgeld. Jerry hatte vor, seine Miete zu bezahlen. Oh. Alter! Warum hast du Jerry getötet? Er war wehrlos, warum? Oh, Moment, er hatte sein Mietgeld? Allererste Bohne, haha. Alter, da er nun tot ist, nimm du den Check für den Rest, ich brauche das Bargeld. Pay to the odd, Jerry Snail, $1.25 from 100 in tax. Sorry, you dead. Blueberry. Was soll ich denn lesen? Zahlung in die Order von Jerry Schnecke. $1.25, ein Hundertstel an Steuern. Notiz, sorry, du tot. Blaubeere. Murderer. Okay. Achievement gibt es also immer, wenn wir... wenn wir Dinge zerreißen. So, da ist noch ein... eine Blume! Ein Zeichen der Zuneigung von der Floristin an die Erdbeere. Danke, dass du die Blume herangezogen hast. Sorge dafür, dass die besondere Erdbeere dort sie bekommt. Ich möchte nicht, dass die anderen Leute auf falsche Gedanken kommen. Wer? Dort sie bekommt. Die Floristin, ja. Die da? Kleine Rübe, danke für die Blume. Aber ich empfinde nicht dasselbe für dich, tut mir leid. Sie ist nicht von dir? Oh, den Pilzen sei Dank. Die Floristin hat sie mir geschickt, wie lieb von ihr. Denkst du, du kannst diesen Brief von mir überbringen? Klar. Liebe Floristin, danke für die schöne Blume. Möchtest du mit mir ausgehen? Eines Tages können wir sogar heiraten und unsere Steuern gemeinsam bezahlen. Eine liebe Erdbeere. Ups. Heartless. Ich sollte dir doch den Brief geben, oder? Oh, du hast sie gegeben. Super, vielen Dank. Nimm das als Bezahlung. Ein Sonnenhut, der Erzfeind der Sonne. Geilo. Ein Headreader haben wir als Achievement. Aufgepasst, im Pausenmittel kannst du alle deine Hüte ansehen und ausrüsten. Perfekt. Du
Dokumente zerrissen. Zu zerreißen. Ah ja. 12% haben wir schon zerrissen. Perfekt. Gut, dann gehen wir jetzt hier lang. Da müssen wir jetzt entlang. Schauen wir mal, was hier so schön ist. Es geht eine Ablegerallee. Du brauchst dringend einen Haarschnitt. Oh, aber wem macht der große Edgar, bester Friseur im Gemüsegarten, etwas vor? Ein berühmter Kunde von mir will, dass ich der große Edgar ihm die Haare färbe, aber leider habe ich nicht die Farbe dafür. Natürlich hat dieser Kunde höhere Prioritäten als die blöden Haare. Ich bitte dich, an einem anderen Tag wiederzukommen. Der Immobilienmakler hat mir diese Einzimmerwohnung verkauft. Sie ist kleiner als die meisten und teurer. Ich hoffe, die Pfadlandschaft bringt meine kreativen Energien zum Fließen. Das sieht verdächtig aus hier. Oder auch nicht. Oh, hallo, möchtest du eine Immobilie kaufen? Oh, kleiner Rüber, das tut mir leid. Ich hoffe, du bekommst dein Gewächshaus bald zurück. Ich bin sehr beschäftigt in letzter Zeit. Bürgermeister Ziel versucht, die Grundsteuer zu erhöhen. Es ist wirklich nicht leicht, neue Kunden zu finden. Glaub mir, diesen Pfad willst du nicht nehmen. Da passieren einige zwielichtige Dinge. Voll Traum, Junge. Na gut. Hier gibt's Futter. Willkommen bei Waste Sandwich, der Heimat des Sub der Stufe 3. Was hättest du denn gerne? Oh, du möchtest gar nichts verstehen. Das Geschäft lief nur sehr schleppend. Ich wünschte, ich könnte jemand Berühmtes dazu bringen, unsere Subs in einem Livestream oder so zu essen. Das würde wirklich das Geschäft ankurbeln. Und das ist auch verschlossen. Hey Kleiner, dieser Ort ist vorerst tabu. Komm wieder, wenn du das Spiel gewonnen hast. Befehl vom Boss, ich weiß auch nicht, was es heißen soll. Ein New Game Plus also. Das ist eine aktive Baustelle, Kleiner, also verschwinde. Warum ich nicht am Arbeiten bin, ich bin in der Pause. Junge, ich arbeite hier, siehst du, hier sind die Dokumente, die es beweisen. Formular 2023, 10,99 bis sonst, sonstiges Einkommen. Name des Zahlers, Adresse Start... Stadt Startmeinung zu Gras, Bürgermeister Zivil, Haus und Kleine Rübe, Rigsby Farm, New York, Gras ist toll. Name des Empfängers, Adresse Start, Meinung zu Gras, Baumrübe, Rigsby Farm, New York, findet Gras cool. Steuer bezahlt, natürlich. Zerreißen. Kaffeepause, stimmt's? Hilfe gesucht, so kann man ja jetzt zur Besetzung von eurem Wünschen im Vieh. Hallöchen. Hey, hallo, Rübe hier drüben. Ich habe meine Kurzzeitgedächtnis verloren. Ich versuche nur zum Gemüsegarten zu kommen. Bitte sag mir, wo ich bin. Oh, danke. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Belohne die Spieler, damit sie aktiv bleiben. Winner. Eine Trophäe. Als ich sie auch bekommen. Okay. Let's go. Gehen wir mal rein ins Häuschen. Scharrende Scheune. Was geht, Gamer? Ich bin die Assistentin von Bürgermeister Streamer. Du kannst mich Slay Queen 32 nennen, wie mein Gamer-Tag. Ich bin die beste Fork-Fight-Spielerin im Gemüsegarten. Ich würde dir empfehlen, dir meine Streams anzusehen, aber ich konnte nicht live kommen, wenn die Schweine hier drin so viel Lärm machen. Oh, du möchtest in die scharrende Scheune? Nun habe ich schlechte Neuigkeiten. Nur wahre Fans, die mich mit Subs der Stufe 3 unterstützen, erhalten Zugang. Es wäre nicht fertig, umsonst da einzulassen. Vergiss nicht, mir ein Like zu geben und mein Video zu abonnieren. Ah ja. Tauschen. Ah, das kann ich gar nicht benutzen, verstehe. Gute Frage. Wie kann ich den jetzt unterstützen? Mit einem Sub. Was haben wir da Schönes? Nix. Okay. Da können wir also erstmal nichts machen. Vielleicht haben wir mit einem noch einen Dialog vergessen. Das kann natürlich auch sein. Haben wir. Haben wir alles? Oh, Fix, du hast das Schwert gefunden? Wir sollten nicht diejenigen sein, die das tun müssen. Wo gehen unsere Steuergelder überhaupt hin? Politik, habe ich recht? Ja. Hau, Hast du schon meine kleinen Apfelkatzen-Munchkins gesehen? Sind die nicht so? Genau genommen ist mein kleiner roter Munchkin weggelaufen. Es wäre fantastisch, wenn du ein wenig Ausschau nach ihm halten könntest. Mega-Miau! Mikro-Miau!
Ah ja. Was willst du, Kid? Okay. Du hast dich wirklich Schwierigkeiten gemacht, okay. Ah, ich soll nur Duck Dünger bringen. Kann sein, dass ich ihn einfach übersehen habe. Wo könnte der Dünger sein? Ah. Also hier drunter wäre Dünger. Oder in einem Haus drin? Der ganze Dünger ist weg. Er ist kaputt. Hm. Okay. Stolpern bringt uns auch nicht viel. Ah, die ganzen Düngerdinger sind kaputt. Die Düngersäcke. Keiner mehr da. Hier vielleicht? Ah. Way Sandwich, Waldweg 2389 in Rixby Farm, New York, 872817. Kauf Sandwich 15,99. Essiggurken 12,99. Das ist aber teuer. Trinkgeld, nein, wirklich gesamt. Haben Sie Ihre Steuern gemacht? Sparen Sie bei You Need Fastbooks. 3% auf die Edition. Benutzen Sie den Code rüberfällig. Ah ja. Kann ich was kaufen bei dir? Oh, du bist das nochmal. Warte, Slackwit 32 möchte ein Sub der Stufe 3? Hier, das geht aus Haus. Solange nur, dass es hier live im Stream ist, damit ich was vom Einfluss abbekomme. Ah. Ein Sub der Stufe 3. Krass. Achso, lol. Jetzt verstehe ich das erst. Ein Sub. Ein von Subway. Ein Sandwich. Ah, lustig. Ah, herrlich. Oh, kleine Rübe. Danke für die Sub, das Sub der Stufe 3. Als der Zahnstuhl 3 erhältst du Zugang zur Scharen und dein Autogramm. Bitteschön. Nun, wenn du jemand endlich etwas gegen all diesen lärmenden Schweinen unternehmen würde. Ich vermisse es zu streamen. Danke für das Zahnstuhl 3, Kleiner. Darüber. Sieh zu, dass du das nächste Mal deine Steuern zahlst. Du machst den Xuxo, Xaili, Slake Queen 32. Oh, wow, ich hab voll Bock auf den Subway. Oh, das ist eine Bombe. Zweimal Messern auf eine Gefahr. Kaboom. Hat hohe Explosion auf jeden Fall. Ich dachte, ich hätte sie nehmen können, aber da oben komme ich scheinbar nicht lang. Aua. Da hat mich gleich was gechased. Oh, ein Herzchen. Ganz viele Herzchen. Stiefel. Bumboot. Benutze sie, um Bumblum einzutreten. Laufe in sie hinein und lass sie fliegen. Wildbürgermeister Zwiebel. Wildbürgermeister Zwiebel. Ich gehe erstmal rechts lang. Da ist ja der Raum, wo wir nach unten rausgehen könnten, theoretisch. Hey, kleine Rübe, ich mache gerade eine Pause, nachdem mir ein Schwein die Wurzel getreten hat. Nee, mir geht's gut. Ich hoffe nur, dass sich bald jemand um diese Dinger kümmert. Wie auch immer, ich habe gehört, wenn du Bumboots findest, kannst du mit deinen Bumblum eintreten. Ja, lass einfach eine wachsen und lauf dann direkt in sie hinein. Ah ja, okay, alles klar. Die muss ich ausrüsten, okay. Aber ich muss die Gießkanne ausrüsten. So, das heißt, hier unten sind wir wieder am Eingang. Perfekt. Das ist tatsächlich korrekt. Und dann werden wir erstmal oben lang laufen. Büro von Bürgermeister Zwiebel. How to do your taxes? Ups. Um.
Kann man die auch mal lesen? Oh nein! Verdammt nochmal! Okay, es wäre schöner, wenn das erste, wenn der Standardfunktion lesen wäre und nicht zerreißen. Aber na gut. Hat sie erledigt. Ein Schlüssel. Wo brauche ich einen Schlüssel? Ah, da. Ich weiß nicht, wie ich hier durchkommen soll. Andererseits höre ich eine Menge Grunz hinter dieser Tür. Deshalb bemühe ich mich auch nicht allzu sehr. Meine Güte, dieser Ort ist eine Müllhalde. Ich verstehe, warum wir ein Rathaus brauchen, aber warum mussten wir uns diesen von widerlichen Tieren bevölkerten Ort aussuchen? So, das heißt einmal nach unten. Zack. Ah, okay. Ich dachte, wir müssen erst nach unten und dann hier rüber. Aber die explodieren sofort, sobald sie gegen irgendetwas kommen. Bist du böse? Ja. Ja. Wir sehen hier drunter überall die ganzen Bomben. Die müssen also erstmal freischalten. Rülps. Oh, ich habe sie aus den zweimal gegossen. Na endlich, ich wusste, dass sie einen Suchtrupp losschicken würden. Die Crew muss sich Sorgen gemacht haben. Ich sitze seit 3 Tagen hier fest. Kein Essen, kein Wasser, keine Kaffeepausen. Danke, Abenteurer. Sei vorsichtig. Hinter dieser Tür wartet ein gefährliches Schwein. Bestimmt der Bürgermeister. Das ist tatsächlich ein Schwein. King Piggy! Schweinekönig tatsächlich. Hat eine Menge Dünger gegessen. Na gut, dann wollte ich das gar nicht anfangen zu kämpfen. Nochmal das Schwein explodieren lassen. Ganz viele Rechnungen. Ich gieße mal. Eine Herzfrucht. Diese Frucht gibt dir ein weiteres Herz. Raffiniert. Ein Herzcontainer. Wie cool. Geilo, steilo. Wieder volles Leben. Sehr schön. Damit haben wir das Schwein besiegt. Und Dünger bekommen. Lässt Dinge wie verrückt wachsen, wofür braucht Bürgermeister Zwiebel denn den? Feldbericht 1. Es scheint, dass diejenigen, die Dünger zu sich nehmen, mysteriöse Eigenschaften wie schnelles Wachstum aufweisen. Aha. Na gut, müssen wir wieder zurück, wa? Latschen wir wieder durch dieses Riesen. Psst, hier drüben, bist du ja beschäftigt? Ich brauche etwas Holz und ich kenne da einen Händler. Kannst du mir etwas holen? Geht die Ablegerallee hinunter. Er sollte auf dem Pfad hinter dem Sandwichladen zu finden sein. Dann, Kleiner, ich schulde dir was. Meine Güte, der Ort sieht verwirrend aus. Mit dem Pilzen, der Gott, hast du. Danach hast du unsere Arbeit für uns erledigt. Ah, gut. Danke, Ruhe und Frieden. Kleine Rübe, ist das dein Werk? Danke. Ist das dein Werk? Für deine Münze ernenne ich dich zum Slay King 32. Du wurdest zum Slay King 32 gekrönt. Geilo. Ich habe eine Krone. Ich hoffe, du magst die Krone. Ich hatte einen ganzen Haufen, den ich an Subscriber verteilen wollte, aber die Schweine haben sie alle gestohlen. Oh, zu lustig. Tja, lass mich in Ruhe, Kleiner. Kaffeepause, stimmt's? Ja. Hey, hallo, Rübe hier drüben. Ich habe mein Kunstgedächtnis verloren. Okay.
Ja gut, meine lieben Freunde. Wir haben 25% der Dokumente gefunden. Eins fehlt ja noch, wie man seine Steuern macht. Da fehlt noch eins vorher. Ich glaube, es sind immer verschiedene Kapitel, ne? Verschiedene Teile, diese Striche hier. Ups, ah. Ah ja, die Kohle finde ich gut. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ich würde sagen, lass uns einfach weiterspielen. Ist doch ganz lustig. Ich glaube, das Game geht doch gar nicht so lange. Wenn wir schon 25% der Dokumente haben und sie hier schon ein, zwei übersehen haben. Dann schauen wir uns mal den Rest an. Hier geht es auch jetzt weiter. Der ist weg. Guck mal kurz rein. Hey Kumpel, holst du was für die rüber ab? Na gut, hier, aber denk dran, du hast mich nie gesehen. Ah, ah! Ja, das Holz, natürlich. Okay, dann gehen wir mal kurz zurück. Jetzt muss ich natürlich wieder dahinter latschen. Ab in die scharrende Scheune. Ab hier rüber. Einmal durch den Raum hier durch. An der einen Rübe hier vorbei. Und dem illegalen Händler das bringen. Danke, Kleiner. Ich weiß, dass du schätzt. Hier haben wir diese Schutzhelme. Wir haben jede Menge davon. Sicherheit geht vor, aber die Krone ist schöner. Nein, nein, nein. Ich habe mir die Krone redlich verdient, oder? Die muss ich tragen. Gut, meine lieben Freunde. Da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Turnip Boy Comet's Tax Evasion. Mit weiteren Bossgegnern und so weiter und so fort. Und ja, bis dahin, Leute. Ciao, ciao.